So, herzlich willkommen zur 150. Folge von Minecraft Creator Server Let's Play. Yay! Was ist denn hier schon wieder los? Wer will denn hier mal was von mir? Hab angefangen. Was? 19, 20 Uhr? Okay. So, genau. Gucken, ob die Aufnahme funktioniert. Ja, ich werde jetzt öfters mal nachgucken. So. Einfach weil ich gerade paranoid geworden bin durch die letzten Vorkommnisse. Ist auch egal. Apropos paranoid, ich hätte mal meine Haare kennen sollen. Jetzt sehe ich aus, wirklich aus wie so ein paranoider Typ, der hier. Oh mein Gott, die Welt geht unter. Ich meine, geht sie wirklich durch Corona, aber das habt ihr nicht von mir. Nee. Ich meine, selbst wenn sich alle Menschen mit Corona anstecken sollten, ist die Sterblichkeitsrate dafür viel zu gering, als dass man da vom Weltuntergang sprechen könnte. Ich meine, das sind nicht mal ein bisschen die, ne? Okay, ich sag lieber nichts, sonst bringe ich mich noch in Teufels Küche. Aber ja. Meine Meinung zur Überbevölkerung ist ja, glaube ich, mittlerweile durchgekommen. Oh mein Gott, Ronny ist ein Terrorist. Er will alle umbringen. Nein, nicht alle. Nur fast alle. So, dann können wir jetzt anfangen, Batterien zu bauen, oder? Mit High Volt, Low Volt und Medium Volt. Aus Holz. Klaro. Na gut, warum nicht? So, Akkubatterien. Das Ding kriegen wir ganz einfach. Das kriegen wir ganz einfach. Das Problem ist das hier. Also, das war das Problem. Jetzt ist es ja kein Problem mehr. Jetzt ist es ein Witz. Das ist ein Witz zum Lachen. Ja gut, alle Witze sind zum Lachen. Also. So, wir brauchen einen Grinder. Dann rein mit dem Grinder. Ist der richtig? Nein, der ist nicht richtig. Deslegierung ist doch, müsste der sein, oder? Ich mache erstmal nur einen rein. Achso, ja, wir brauchen natürlich auch noch Brennmaterial. Da. Macht jetzt was oder wie jetzt? Ich verstehe das gerade nicht. Warum macht er nichts? Okay, dann war Kompressor doch das Falsche. Schön viele Blätter verschwendet. Easy. Boah, Alter, ich verstehe mal nicht, was ficken. Ja, Grinding. Wie denn? Oh. Er kriegt eine Krise. Schleifmaschine? Schleifmaschine? Grinden heißt Schleifen, das macht keinen Sinn. Grinden ist doch granulieren oder nicht? Bin ich jetzt bekloppt oder so? Okay. Mein Upload ist komplett ausgelastet. Komplett ausgelastet einfach. Sag ich doch. Granulieren, also, ne? Was hat das mit einer? Ach so, okay. Die meinen die Sägespäne. Ja.
Abschleifen. Okay. Lol. Ich hasse Englisch. Das macht so gar keinen Sinn. Wer sägt denn etwas, nur um Späne zu bekommen? Normalerweise granulierst du das einfach. Also zermahlen. Ich will nicht mehr. So, das heißt, ich brauche erstmal eine Schleifmaschine. Gut. Und weißt du was? Weil mir das Ding hier schon zu scheiße ist mit diesen Kackdingern, machen wir es mal anders. Wir wollen jetzt erstmal einen Wassergenerator. So, der braucht auch. Also, wir werden hiervon wahrscheinlich noch ein bisschen was machen müssen. Gusseisen. Gusseisen bekam man durch Kochen von Stahlbarren. Okay, Stahlbarren haben wir ein paar. Ich mache davon auch gleich mal. Ich koche einfach mal alle rein. So. Dann, was brauchen wir noch? Marmor haben wir, Diamanten haben wir, das kriegen wir, das LV-Kalle, da brauchen wir noch ein paar. Papier und Kupfer, reines Kupfer, okay. Okay, so, ah doch, hier haben wir noch zwei Stacks. Dachte gerade schon, wir haben gar nicht mehr so viel Kupfer. Aber ich habe noch zwei Kupferbarren, ist ja nicht so viel. Na gut. So, das heißt, das schmeißen wir auch gleich rein. Naja, nicht alles, ich sag mal. So, Dankeschön, 16 reichen erstmal. Wir brauchen hiervon nämlich erstmal nur zwei. Bras. Was ist ein Bras nochmal? Wie kriegen wir denn Bras? Ach, das war das, wofür wir dieses Zink brauchten. Okay. Das ist das, wo wir das Ding brauchten. Davon haben wir jetzt mittlerweile auch ordentlich was. Das heißt, wir können das hier. Ach, ich mach erstmal nur 19. So, die klatschen wir auch gleich in den Ofen. Dann machen wir richtig Action, machen wir hier. Weißt du was? Ich ordne das mal hier ein bisschen an, sodass wir hier unten. Oh, Alter, das ist ja so unübersichtlich in der Kiste. Eieieiei. Ja, wir jetzt am dümmsten. Das Problem ist, um hier zu sortieren, ist hier eigentlich schon viel zu wenig Platz drin. Ich glaube, wir bauen hier doch Dwarver auf. Unsere Wertkiste ist doch schneller voll geworden, als ich dachte. Es ist ja hier, es ist ja. Ja, schon ein bisschen heavy hier, ne? Okay, ich versuche trotzdem mal hier ein bisschen aufzuräumen, indem ich die ganzen Rohmaterialien nach oben bringe. Dann können hier nämlich die ganzen Barren hin. Dann haben wir das schon mal ein bisschen getrennt voneinander, dass wenn ich Barren suche, ich direkt weiß, wo die sind. So. Oh, ja, die haben genau die gleiche Farbe. Danke dafür. Wobei das bei Silber und bei Zink ja, glaube ich, gleich auch so ist, oder? Ah ne, Zink ist wesentlich leuchtender. Zink leuchtet, Zink strahlt richtig. Allein. Dafür brauchen wir dieses komische Leidigste Monster da. Also gut. Das kennt sowieso keine Sau, von daher. So, das kommt nach oben, das kommt nach oben, das kommt nach oben. Das kommt hier hin, das kommt da hin, das kommt je hin. Ja, die Goldtaler. Da haben wir langsam auch ganz schön viel von. Die packe ich mal da so hin. So. Jetzt muss ich überlegen. Reicht erstmal. Dauert mir zu lange. So.
gibt's gar nicht. Scheiß die Wand dann. Hier ist noch ein Stack. Alter. Achso, halt, du kannst darauf. Stahlbarren kann damit drauf. Das kommt nach da. Ich wollte das eigentlich ins Lager bringen, kann das sein? Ich möchte sterben, Alter. Das ist doch hier schon wieder ein Traum. Ah, komm her. Ordnung und Dummheit. So, Feierabend hier. Okay, jetzt nochmal. Was brauchen wir? Wir brauchen das Zeug. Dafür muss ich hier ein bisschen was annullieren. Annullieren ging jetzt wie folgt. Wie was? Allein. Dafür habe ich doch hier diese komische Maschine gehabt. Da brauche ich aber Kohle für. Das war der Kasten. So. Ich mache das mal nur so ein, so. Vielleicht auch zwei. Reicht das mal. Obwohl, ich warte lieber doch. Ich weiß auch gerade gar nicht, was Brase überhaupt im Innen, also ne, was Brase heißt. Ich meine, gut, ne, von der Ähnlichkeit des Wortes würde ich jetzt einfach sagen, das ist hier Bronze, aber ich meine, das würde auch fast hinhauen, weil Bronze besteht ja, glaube ich, aus Zink, oder? Ach, ich sollte mal mehr im Chemieunterricht aufpassen. So. Weg da. Achso, da brauchen wir gleich zwei Stück. Hier auch zwei. 16. Weißt du was? Ich mach mal von den Wassergeneratoren gleich ein paar mehr. Eigentlich. Ich mache von diesen Dingern gleich mal ein paar mehr. Weil ich aber doch öfters mal zu brauchen. Dann haben wir das gleich mal hinter uns. So. Hätten wir das schon mal geschafft. Als nächstes brauchen wir Diamant und Kabel. Haben wir noch Kabel? Vier. Gut, genau. Genau, da wollte ich auch noch ein paar machen. Ich hau dich gleich. Kupfer. Und Papier. Cool, Papier brauchen wir definitiv noch ein bisschen was. Unsere ganzen schönen Tiere. Der hat ja keinen Namen. Aber Mädel, was hast du mit dem Namen gemacht? Hm?
Oder es Nachwuchs. Kann natürlich auch sein. So. Wie war das jetzt? War das so? Oder so? So war das. Sehr schön. So. Ja. Gummifaser, Alter. Ist schon geil. Wir nehmen aber bitte die LV-Variante. Und da einfach mal alles. So, jetzt haben wir auch wieder ordentlich Kabel im Haus. Was wir jetzt noch brauchen, sind 12 mal. Die Sache ist, ich weiß gar nicht, wie viel wir davon bauen. Ich würde halt schon ordentlich bis sowas machen, ne? Aber. Ich nehme erstmal von allen so viel, wie wir haben, pack das zurecht und dann craften wir die Dinger einfach nach Gebrauch, also nach Bedarf. Das heißt, ich nehme jetzt hier ein bisschen... Hä? Marmor. Ach da. So, dich nehme ich noch mit, dann nehme ich noch ein bisschen Holzbretter mit, so. Mehr haben wir nicht. Kann ja mal passieren. Und mehr brauchen wir nicht, ne? Nö, gut. Okay, das heißt, jetzt können wir die Dinger dann nach Bedarf bauen. Jetzt müssen wir aber eher dafür sorgen, dass wir irgendwie mal Wasser hinbekommen. Beziehungsweise die Kupferbarren, die können wieder weg. Alter, ich krieg meine Macke. Weg da. Da. So, wir brauchen Wasser, um unendliches Wasser zu generieren. Und wir müssen runter. Tja, von hier aus komme ich ja nicht mehr rein, oder? Ne. Gut, dann machen wir das Ganze mal. So. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das Ganze anordnen. Also ich würde einfach mal aus optischen Gründen sagen, es wäre am besten eine Spitzhacke dabei gehabt zu haben. Ach, Ronny. So. Weil das Ganze soll ja auch schon ein bisschen nach was aussehen. Wobei, warum eigentlich? Wirklich gar nicht, ist ja egal. So, dann würde ich gerne hier eine hinbauen. Okay, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Platz. Lass mich raus. Ich bin Arzt. So, wir könnten hier einen hinbauen. Wir könnten dann hier einen hinbauen und da einen hinbauen. Also vier Stück. Machen wir auch. Das heißt, wir brauchen das Ganze viermal. 1, 2, 3, 4. Weil die Dinge arbeiten dann am effektivsten, wenn sie von allen Seiten mit Wasser umgeben sind. Und das sind sie jetzt. So. Jetzt muss ich gucken, das Kabel. Kann ich das einfach darauf packen? Ja, kann ich. So, und das schließe ich jetzt direkt einfach hier quer an. Bam. Und schon habe ich... Zip.
Supply 0. Wassermühle. Hä? Low Voltage Wassermühle, ist doch richtig. Was bist du? Achso, eine Mittelvolt. Ja gut, okay, brauche ich nicht. Wassermühle. Wassermühle. Wassermühle? Aber warum habe ich hier kein... Ja, sagen Sie mal, mein Herr, was ist denn los bei Ihnen? Warum, was tun Sie denn hier? Was zum Geier ist denn jetzt hier los? Okay, warte mal ganz kurz. Wir mussten irgendwas, was mussten wir jetzt machen? Wir brauchten für irgendwas Sulfat. So, für Sulfat mussten wir eine Säge bauen. Und für eine Säge? Nein. Grinding. Brauchen wir das Ding. So, dann bauen wir mal davon ein. Da braucht... Ach komm. Da brauchen wir das hier und das hier. Sonst noch was? Nein. Ach mal. Raus bitte einmal. Oh, oh Mann, oh, danke. So. Ich krieg eine Krise. Schleifmaschine ist bereit. Dann packe ich da jetzt mal dieses komische Bräsezeug rein und guck mal, ob das Ding anspringt. Weil eigentlich müssten die Wassermühlen doch so funktionieren, oder nicht? Schleifmaschine hat keine Stromversorgung. Ich sag mal... Warte mal ganz kurz. Oh, bitte mit dir. So, die haben immer noch 0%. Wenn ich jetzt von unten ran baue. Ist immer noch gleich rotiert. Ne, daran liegt es nicht. Kann sein, dass das Kabel von unten kommen muss? Würde es vor optisch halt ultra scheiße aussehen? Ne, auch noch nicht. Oh, ich glaube, ich hab's. Jetzt sag mir bitte nicht, nee, das kann nicht sein, das. Also das wird aber hier wirklich, das wäre aber schon Betrug, wäre das. Also das wäre, also ich, bitte. Vielleicht brauchen die Dinger nämlich fließendes Wasser. Das wäre natürlich. Und das ist alle.
Ja, die brauchen fließendes Wasser. Och, leck mich doch am Arsch. Alter. Ob du mich verarschen willst, habe ich gefragt. Komme ich hier nicht mehr lang? Was ist denn hier los? Hilfe. Ich bin im Sand. Retten Sie mich. Ich bin Arzt. Wer kommt auf so eine Idee? Ich meine, okay, jetzt wo ich es weiß, klingt es irgendwie logisch, ne? So wegen, weil, ja. Ne? Aber darauf erstmal zu kommen. So, jetzt muss ich also überlegen. Dann muss die Reihe hier weg. Ja, hat ja super funktioniert. So. Das heißt, ich mache jetzt. Hier, hier, und hier, und hier Wasser hin. So. Jetzt habe ich hier natürlich wunderschön. Ach, leck mich doch am Arsch. Na gut, das hinten auch. Vielleicht habe ich trotzdem hier so einen scheiß Farbfehler. So. Lass mich doch bitte raus. Och, meine Fresse. Danke. So, das Problem ist nur, die haben jetzt kaum Stärke, weil hier vorne natürlich immer Wasser fehlt. Ach, wow, ja. So. Hier ist es auch überfließendes Wasser, ne? Okay, ich muss ja alles wegmachen. Das gibt's doch gar nicht. Du willst mich doch verarschen. Okay, alles abbauen. Ich muss alles nochmal neu machen. Das funktioniert so nicht. Das funktioniert ja so gar nicht. Ach, wie nicht. Das heißt, da müssen wir uns dann in der nächsten Folge nochmal überlegen, wie wir das Ganze bauen. Weil so wie wir es gebaut haben, funktioniert es auf jeden Fall nicht. Das ist schon mal klar. Zu Ehren join the gang. Ja, sorry, aber ich bin gleich raus. Und bin diesmal sogar ganz froh drüber. Weil das hier, das geht auf keine Kuhhaut. Jürgen! Ach so, scheiße. Zum Glück haben wir nichts mehr als Steine. Von daher, Dankeschön. Jürgen, dann dürfen wir jetzt nächstes Mal überlegen, wie wir das Ganze hier aufbauen, damit wir fließendes Wasser haben. Offen gesagt, ich habe keine Ahnung, aber da wird uns schon was einfallen. Mein Subgame ist Max jetzt 12. Gültig und ist Forum angeht. Was? Mein Subgame ist Max jetzt 12 gültig, denke ich mal, und ist in Forum angekündigt.
Also im Forum angekündigt, okay. Aber was heißt jetzt Max 12? Jahre alt? Oder was? Mein Subgame ist Max jetzt 12 gültig. Okay. Liebes zu Ehren, wenn du das hier siehst, was auch immer du mir sagen möchtest. Aber so absolut keine Ahnung. Kann auch sein, dass mir das jetzt gerade mein Kopf einfach nur komplett voll ist, wegen dieser komischen Baukacke hier gerade. Klar, Mr. Schief sieht man einfach von hier aus. Ja, wie gesagt, nächstes Mal heißt es dann hier alles neu bauen, sodass es fließendes Wasser ist. Ich weiß auch schon so ungefähr, wie wir das machen werden, aber wie gesagt, das ist dann für nächste Woche. Für heute auf jeden Fall einfach Feierabend. Das hat mir gerade den Rest gegeben. Also. Was zur Hölle? Bis dann.